Das U21-Projekt Herz zeigen. Ein Miteinander der ganz besonderen Art. Das Schönste ist vor allem, wenn man den Kindern eine Freude machen kann. Man sieht, dass sie heute Spaß gehabt haben und das, also, es macht einen selbst einfach sehr glücklich. Wenn das Kind im Manne erwacht, wunderbar. Zusammen Spiel und Spaß, egal ob beim gemeinsamen Kicken oder auch beim Nachlaufen und Fangen. Wenn die Kleinen mit den Großen, dann ist für alle Lachen und Freude garantiert. Das fing schon mal hier an. Herzlich willkommen im Mannschaftsbus. Es ist wie im Schulbus. Hinten sitzen immer die Besten. Die haben nur Blödsinn im Kopf. Ja, und genau das haben die Jungs dann gleich mal unter Beweis gestellt. Was ist besonders cool an den Plätzen hier? Dass da Handys drin sind. Die U21 mit Besuch einer Organisation, die seit 20 Jahren da einspringt, wo staatliche Hilfe endet. Der Verein Kinderlachen kümmert sich um sozial Benachteiligte, um Arme, um schwerstkranke Kinder. Ein Beispiel nur. Da war ein 5-jähriges Kind, es war Fußballfan, es war BVB-Fan, es bekam ein Trikot, es bekam einen Ball. Und dann haben wir so gefragt, was wünscht deine Mutter sich? Und da sagt dieses Kind mit 5 Jahren, die wünscht sich vom lieben Gott, dass ich nicht sterbe. Dieses Kind hat uns im Prinzip innerhalb von ein paar Sekunden erklärt, worauf es im Leben ankommt. Deswegen, ich möchte gar nicht mehr erzählen, aber ihr habt einen riesen Einfluss. Ihr seid die Idole von morgen für die Kinder. Die Kinder freuen sich seit Tagen, mit euch nachher was zu machen. Und ich kann euch gar nicht sagen, ihr werdet die Kinder für die nächsten Wochen glücklich machen. So herzlich, so fröhlich, so leidenschaftlich, einfach nur wertvoll. Es ist ja ein Strahlen, wenn du dann gehen die Augen richtig hoch. Das ist, glaube ich, wie Weihnachten, wie Ostern, ich glaube, wie alles zusammen. Welches Kind kann schon mit einem Europapokalsieger zusammen tanzen und welcher Kleine kann schon mal Bundesligaspieler abschießen? Ja, das ist schon eine unvergessliche Sternstunde für die Kids von Kinderlachen. Wer war das mit dem Schuss? Respekt, sehr gut. Freude, wo man hinschaut und na klar, der Nachwuchs weiß haargenau, wen sie da vor sich haben. Ansgar Knauf, Eintracht Frankfurts Festtage sind überall im Lande angekommen. Kinderlachen pur. Weißt du, was der Ansgar gerade gewonnen hat? DFB-Pokal, Europapokal. Sehr gut. Und dann gibt's ja da noch einen anderen Liebling in Halle, Westfalen, Youssoufa Moukoko mit eigenem Fanclub bei den Kürzen. Mal laut, mal leise, aber immer eines, voller Freude und voller Momente für die Ewigkeit. Cool, du bist ja noch besser als der Mucki. Fast. Ja, ich freue mich auch, dass das so klappt und dass die Jungs auch so herzlich sind zu den kleinen Kindern. Ja, ich finde das prima und das könnte eigentlich jede Mannschaft machen. Ne? Hermann Gerland, seit Jahren Botschafter von Kinderlachen e.V. Hermann ist mit Herzblut dabei, weil er aber auch aus einer Region kommt, aus Bochum, und selber eine schwere Kindheit hatte, dass er das zu schätzen weiß, wie gut es ihm heute geht, und er sieht halt, wie viel Armut es gibt in Deutschland, und deswegen ruft er oft an, sagt, was kann ich tun, was kann ich helfen. Also er lebt Kinderlachen. Und der U21-Trainer tut es ihm gleich. Toni Di Salvo, Meister des Purzelbaums und feinfühliger Pädagoge. Ein so wertvolles Miteinander, bei dem auch die Großen Spaß haben. Das Kind im Manne hat man sich bewahrt, oder? Ja, natürlich. Ich glaube allgemein, die Freude, das Kind hat man immer in sich drin. Ohne den Spaß würde man den Sport nicht machen. Von dem her ist das auf jeden Fall eine coole Sache für die Kids, aber auch für uns. Der Tag dient dazu, Aufmerksamkeit zu schaffen, Kinderlachen mit seinen herausragenden Projekten bekannter zu machen. Dringend nötig, denn viele in Deutschland denken, in Deutschland geht es allen gut. Nein, es gibt halt ganz viele Kinderarmut, soziale Schwäche und auch ganz viele kranke Kinder, wo wir helfen möchten und auch helfen müssen. Die U21 unterstützt durch ihr Projekt Herz zeigen den Erfolg der guten Sache. Du hast ja ohne Ende Kinderlachen hier, wie es der Name halt sagt. Ja. Du und dein ganzes Team habt jetzt für Kinderfreude gesorgt. Ja, das ist doch das Schönste. Ja, und deswegen macht so weiter. Das ist echt vielen eine tolle Dank. Sache. Dankeschön. Danke dir, Johnny. Alles Gute. Ja, dir auch. Und euch auch alles Gute. Kinderlachen und U21, ein echter Volltreffer.